Willkommen zurück zu Legend of the Tetrax. Im letzten Part haben wir Len hier oben gerettet. Der war komplett mit Dunkelheit vollgesaugt und jetzt sind wir im Abyss. Oh Gott. Nochmal so ein wunderschöner Ort mit sehr verworrenen Wegen scheinbar. Habe ich den Counter an? Ja, oder? Ja, perfekt. Vielleicht kommen wir hier noch ein paar neue Gegner. Und hier haben wir auch einen besonderen Gegner noch. Monster Quest 100 haben wir im letzten Part noch freigeschaltet. Genauso wie auch 99. Aber um die Sidequests kümmern wir uns in einem separaten Part. Heute wollen wir erstmal das Spiel durchspielen. Und gegen Rowan... Oh, jetzt sind wirklich alle stumm, euer Ernst. Gegen Rowan kämpfen, der sich hier weiter oben irgendwo befinden muss. Wisst ihr was? Auf den Kampf habe ich keinen Bock. Ich fliehe. Ups. Ich fliehe einfach. Dankeschön. Wenn ich da jetzt stumm bin, habe ich keinen Bock drauf. Jedenfalls, das mit Len war im letzten Part schon ein paar sehr schöne Szenen, wie ich finde. Ich habe da eigentlich gar nicht richtig drüber geredet, deswegen mache ich es jetzt mal. Oh. Da ist er, scheinbar. Apokalypse. Oder Apokalypse, wie auch immer. Okay, gucken wir mal, was der kann. Hoffentlich nicht viel gegen meine typische Taktik, ihr wisst schon. So. Wenn es jetzt was wird, bin ich gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Lebenspunkte der hat. Aber da es nur normales Monster ist, ein normaler Encounter halt. Normalerweise halt so ein Boss, klar, aber... ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte hat. Ich hoffe einfach mal nicht allzu viel. Das wäre zumindest sehr schön. Ja, das geht klar, würde ich sagen. Das geht klar. Der nimmt ganz ordentlich Schaden dadurch. Das heißt, den sollten wir schon down bekommen, definitiv. Dauert bloß wieder ein bisschen, aber egal. Wir haben jedenfalls, yes, ich bin verletzt, auch super. Wir haben ihn jedenfalls gefunden und das ist ja schön, weil sonst hätte ich halt noch mega lange suchen müssen. Und die anderen Encounter, also den komischen White Pancho, den machen wir halt dann im nächsten Part. Falls heute schon wirklich das Finale kommt, logischerweise. Und auch den Encounter, den wir noch in dem Bereich hier vorhaben. Ganz sehr schön. Machen wir alles im einen separaten Part, wo wir uns halt wirklich nur um die Sidequests ankommen werden. Aber jetzt erstmal ein schöner Part. Nur mit wunderschön diesem Abyss-Bereich hier. Es läuft hier echt gerade ganz gut, muss ich sagen. Oh, Crit fällt nochmal ab, sehr schön. Es läuft echt ganz cool gegen den. Wir haben definitiv kein Problem mit dem, das ist voll schön. Ich hoffe, dass der Final Boss-Kampf gegen Rowan dann, ja, sehr schön, nicht mega krass wird oder so. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, der wird machbar. Das wäre sehr schön. Mal gucken. Aber ich habe auch schon online gelesen, als ich nach Sidequests gesucht habe. Ich habe geguckt, ob ich irgendwo Sidequest-Listen oder sowas finde. Weil ich halt mal schauen wollte, wie man die letzten Sidequests freischaltet. Aber ist ja jetzt passiert, zum Glück. Und da habe ich gelesen, dass viele den Bosskampf sogar einfacher finden als halt den normalen letzten Boss, sag ich mal. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie ich es sehen werde. Oh, die Invincibility zeigt, warum auch immer. Wir haben jetzt Schaden bekommen, uncool. Aber der ist eh gleich weg, deswegen sollten wir uns keine Sorgen machen. So, Invincibility ist wieder da. Und jetzt wird er sterben, hoffentlich, wenn hier noch irgendwas Dummes passiert. Ne, perfekt. Okay, der war super. Und wir haben irgendwas mit irgendeinem Saurier bekommen. Ich habe noch nicht gelesen, was es genau war. Irgendwas mit Saurier habe ich gelesen. Irgendeine Dinosaurier-Sache, keine Ahnung. So, wir stärken unsere Waffe noch ein bisschen auf, die wir noch hatten. Zu wem wollte ich das Ragnarok eigentlich ausrüsten? Das war, glaube ich, bei Asagi, oder?
Genau. Auch wenn die Crit Rate runtergeht, aber die Crit Power geht eben hoch. Der macht halt nur noch zu 41% Crits, aber dadurch macht eben ein Crit viel mehr Schaden, glaube ich. Wenn ich es richtig verstehe. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das schon. So. Okay, perfekt. Gut, da wir jetzt den Boss besiegt haben, den eventuellen Boss, wie auch immer, können wir jetzt weitergehen und mehr erkunden hier. Ich glaube, habe ich im letzten Part ja auch schon so gemacht, ich werde jetzt die normalen Encounter nach dem Kampf hier rausschneiden. Wenn nicht noch irgendein mega krasses Ultramonster kommt oder so. Was wir noch nie gesehen haben. Wenn doch, lasse ich den Kampf mit dem dann logischerweise drin. Das Witzige ist, Len war eigentlich immer... Champion Ruff, was ist das denn? Len war eigentlich immer mega overpowered im Vergleich zu den anderen, weil er halt mein erster Charakter quasi war und man mit ihm halt, Okay, was kann ich bei dir rausnehmen? Das hier. Weil... Das ist ja mega geil. Wo war das jetzt? Wie hieß das? Scheiße, wie hieß das? Das hier, oder? Genau. Das heißt, immer wenn er angegriffen wird, wird die Crit Power bei 15 increased. Nice. Voll nice. Aber ja, das Witzige ist ja, Len ist, wie gesagt, mein erster Charakter gewesen, den ich gespielt habe. Deswegen war er immer so ein bisschen überlevelt im Vergleich zu den anderen. Also Chloe ist auch ziemlich schnell nachgekommen. Aber, ja, hätte es ja halt quasi der mit dem niedrigsten Level. Finde ich spannend. Eben, weil er für eine Zeit nicht spielbar war. So, wo geht's am besten lang? Ich glaube, der Weg hier führt in eine Sackgasse, oder? Jo. Nochmal ein bisschen Geld, sehr schön. Da geht's nicht lang, warum auch immer. Oh, die Encounter nerven mich jetzt. Ernsthaft. Oh, ey, diese Einherjar-Dinger können so viele unfassbar nervige Debuffs. Der Kampf hat jetzt gefühlt ewig gedauert einfach. Wegen den Viechern. Das ist echt nicht schön. Boah, sind die nervig. Ey, die waren bisher eigentlich echt kein Problem, aber inzwischen sind die echt nervig. Also, die sind immer noch kein Problem, aber sie nerven halt einfach nur mega krass. Das war bisher nicht so. Oh Gott, ey. Aber was soll's. Oh, ich wünschte, man könnte die Kämpfe noch auf eine weitere Geschwindigkeitsstufe einstellen. Das wäre so schön einfach. Weil 3 ist schon schön schnell im Vergleich zu ersten, aber trotzdem fühlt es halt an wie normale Geschwindigkeit, sag ich mal. Unfading Flower, nice. Ich setze jetzt noch den Kämpfen mal ein bisschen extra hier mit Chloe ein, dass ich die eine Quest noch eventuell abschließe. Wie gesagt, ich will die Quests halt alle irgendwann einen extra Part machen, aber wenn ich die schon mal abschließen kann, dann wäre das voll super. Die Kämpfe gehen ja trotzdem schon ziemlich schnell und ich meine... So ein bisschen mehr Geld und so kann ja nicht schaden, was ich für die Quest noch bekommen würde. Okay, ich denke mal, ich kann mal einen Kampf wieder drinnen lassen. Einfach so, dass ich sich weniger schneiden muss. Wobei, der dauert lange, ich schneide ich doch raus. Ich finde es aber auch voll schade, dass eigentlich alle Gegner, die wir jetzt in diesem Gebiet hier haben, irgendwie gereuste Gegner sind. Außer diese Drachen, die sind alle neu. Also jetzt der Riesige und auch die Baby-Drachen. Aber die Goblins kennen wir halt schon. Bloß gerecolored. Die komischen Pflanzen kennen wir schon. Ja, die beiden sind, glaube ich, neu. Also bei dem Chaos-Helik-Dings bin ich mir ziemlich sicher, dass sie neu sind. Aber... Bei dem Helpapi nicht, aber egal. Aber die Pflanzen kennen wir schon, die komischen Goblins kennen wir schon, alle halt bloß recolored. Ich meine, ich finde es ja nicht so schlimm, wenn man Gegner recolored, sage ich mal. Also es macht gefühlt jedes RPG und deswegen, ja, ist es voll okay, aber so krass wie hier, finde ich dann doch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Oh, was soll's. Ist ja eh nicht so schlimm, es ist bloß ein Chemco-Spiel. Sage ich mir dann halt. Deswegen nehmen wir es einfach so hin. Oh, jetzt kann ich mit Chloe gar nicht mehr heilen. Schade. Ich habe es manchmal auch wieder voll vergessen in den Kämpfen jetzt irgendwie. So, ein bisschen Geld, sehr schön. Der Ort ist halt wirklich einfach nur simples durch die Gänge laufen quasi.
überhaupt nicht irgendwie spannend. Ich muss auch sagen, ich finde es wirklich spannend, dass wir halt diese Heil-Quest mit Chloe eben noch gar nicht haben. Aber das liegt eben daran, dass man die normale Heilung von ihr auch kaum benutzt hat. Ich habe eigentlich immer, wenn ich mit ihr geheilt habe, zu 90% immer die Holy Heal benutzt, weil die eben alle trifft. Zwar nicht so krass und stark ist wie die andere, aber trotzdem eben alle trifft einfach. Deswegen ist die meistens sinnvoller gewesen. Aber eventuell, ja, hätte ich da vielleicht was Sinnvolleres haben können, die Quest nämlich beenden, wenn ich die normale Heilung öfters benutzt hätte. Aber was soll's. Wie oft muss ich denn noch eigentlich? Ach, einmal, perfekt. Dann haben wir es aber halt. Da muss ich die Quest schon mal nicht in den Extra-Part unterbringen. Aber ich weiß nicht, ob es eventuell noch irgendwelche Bonus-Dungeons gibt oder so. Da habe ich online nichts zu gefunden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Das traue ich dem Spiel nicht zu. Oh, das würde die SP von ihr ultra hoch machen. Die Evasion zwar runter, aber das ist voll geil. Das ist voll geil für sie. Chasm Rope. Stärken ein bisschen auf, würde ich sagen. So. Und die Chaos Mail mache ich auch mal. Einfach nur, dass ich direkt sehe, ob die eventuell besser ist. So, hier. Ah, die Evasion geht noch runter, aber ist mir egal. Der Rest ist voll geil. So. Ist die. Der Angriff würde halt bloß runtergehen. Defense ein bisschen hoch und die Resistance. Ja, ist aber nicht so geil für ihn, ehrlich gesagt. Oh, bye-bye. Nee. Nee, das ist nichts für ihn. Das ist nichts für ihn. Definitiv nicht. Ja, das gebe ich ihm, das gebe ich ihm. Die Attack geht nochmal mega hoch. Die Defense geht mega hoch. Die HP geht mega hoch. Und die Agility geht halt ein bisschen runter. Aber nur ein bisschen. Das kann man auch mal verkraften, sage ich mal. Die ist auch für ihn relativ sinnvoll, würde ich sagen. Er greift ja eh nicht so oft physisch an, deswegen ist er schon sinnvoll. Die ist eventuell auch ganz sinnvoll für sie, keine Ahnung. Nehmen einfach mal. Aber egal, die sind ja eh nicht so wichtig, weil ich die eh nicht im Kampf benutze. Gut, wie geht's weiter in diesem wunderschönen, schlauchigen Ort hier? Aber besser als einfach nur eine gerade Strecke lang zu laufen, sag ich mal. Ich glaube, ich mache den Encounter jetzt gleich aus. Es nervt einfach nur noch und die bringen mir eh kaum mehr EP. Deswegen, ich mache das gleich aus. Oh Mann. Und noch ein Level Up, sehr schön. Und läutet auch noch kurz vor allem. Ja, okay, lasse ich den Encounter halt noch ein bisschen an. Geht's da oben jetzt noch weiter oder ist dann das Ende? Ich habe keine Ahnung. Es sieht so aus, als würde es dann noch weitergehen. Ich hoffe es ehrlich gesagt so hart nicht, weil das ist. Oh ne, den Kampf mache ich nicht mehr. Den will ich hier machen. Oh, und Chloe hat auch noch ein Level Up bekommen. Sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich die Heilquest gemacht? Hä, ich habe doch einmal benutzt im Kampf. Okay, scheinbar nicht. Zumindest denkt das Spiel, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist klar. So, bevor wir jetzt hier gleich in den Bosskampf reinrennen, will ich vorher kurz nochmal speichern. Einmal bitte hier. So. Oh Gott, ey. Manchmal nervt's echt. So, jetzt habe ich die Chloe Quest aber gemacht. Endlich. Skill High. Sehr schön. Unser neuer Dings vor dem Boss kann auch nicht schaden, so ein neuer Schatz. Hier geht's echt noch weiter. Aber okay, nur kurz. Alles klar. Und da oben ist er scheinbar, oder? Ja. Okay. Alles klar, Rowan hat sich von so einem komischen, hässlichen Schildkrötenviechi also in das verwandelt. Oder ist es jetzt wirklich Jess? Ist er Jess? No. He's sworn from taking in so much darkness. But I know who it is. That's Rowan. Sie waren wahrscheinlich zu faul, einen Battle Sprite für Rowan als Schildkröte zu machen. Deswegen haben sie sich gesagt, okay, recolern wir einfach mal kurz Jess. Ist ja nicht so schwer. Das heißt, der Kampf wird nochmal genauso nervig wie der gegen Jess wahrscheinlich. Ich kann kotzen. My clan, we were chosen by the chaos, a new family of deities. Stop, keep going on about chaos. If it's so good, then try using the power of the chaos to defeat us.
Okay, I'll show you what I'm capable of. Hm. I will see. Neo Rowan. Ja, jedes RPG muss irgendeinen Boss haben, der Neo im Namen hat. Uff. Okay. Ja, ihr wisst ja, wie die Taktik jetzt verlaufen wird. Ich know it, right? Wie viel Schaden machst du? Ach, null, stimmt. Ha! Es ist echt geil, ich liebe es. Bam, 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 bam. Es wird so abgehen. Das werdet ihr gleich sehen. Oh ja, es ist wahr. Bam, 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 bam. Null Schaden für uns. Ich liebe es. Oh, das liebe ich aber nicht so sehr. Das liebe ich gerade gar nicht. Bam, bam, bam. Dann machen wir es mal weg. Übrigens, ich weiß jetzt auch, warum das im Final-Boss-Kampf, als er wiederbelebt wurde, nicht funktioniert hat. Das Wegmachen mit Lloyd. Da war ich dumm und habe nicht richtig gelesen. Und zwar macht der Skill nur einen Stärkungseffekt weg. Warum war jetzt er nicht mehr Invincible? Das verstehe ich nicht. Warum hat die Invincibility auf ihn nicht... Warum ist sie auf ihn nicht übergegangen von Chloe? Egal. Jedenfalls macht der Skill halt wirklich nur einen Stärkungseffekt weg von dem Boss. Und der Skill hat immer Dings weggemacht. Oh, ach gut, Schaden, sehr schön. Der Skill hat immer nicht den diese Scheibe weggemacht von ihm, sondern was anderes. Weil er hatte da auch noch seinen Angriff gestärkt oder so. Und den hat das immer weggemacht. Und halt nicht die Schleife, wie man es, wie ich es gedacht und gehofft habe, sag ich mal. Immer den Angriff hat das weggemacht, diesen erhöhten Angriff. Und deswegen, ja, habe ich mich eben so ein bisschen dann gewundert, warum das nicht funktioniert hat. Weil es, wie gesagt, immer nur ein Ding wegmacht. Und das war jetzt eben das. So, ja. Mir gefällt es nicht, dass Asagi, warum auch immer, die Invincibility nicht immer bekommt. Warum ist das so? Ach, weil er bei ihm direkt mal wieder weggeht. Das ist ja toll. Ich verstehe aber gerade ehrlich gesagt noch nicht, warum. Ja, was auch immer. Da kann ich ihn ja auch nicht mal so krass aufbuffen einfach. Das ist doch einfach nervig. Oh ja, es ist so nervig. Bum bum. Ja, jetzt geht sie weg, weil er in der Runde dran ist. Und deswegen trifft er es immer. Aber das war doch in dem anderen Versuch, den wir gegen den normalen Rowan hatten, auch nicht so. Verstehe ich gerade nicht, warum das jetzt der Fall ist. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn gerade. Oh, man macht es anders. Du machst das Ding hier weg. Nee. Oh. Ja, du machst das weg und du machst das Dings. Das war sogar die Attack ab für ein paar Runden. Das ist ja geil. So. Bam, 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 bam. Weißt du was mit... Ah ne, die Attack ab ist für weg, warum auch immer. Okay, alles klar, same. So, neues Field, Invincibility Field. Sehr schön. Okay, dann nochmal neues Invincibility Field. Du machst das wieder. Ja. Du machst Hazy Moon und du Adrenalin. Genau, so läuft das hier am besten ab. Okay. So, so, so. Du machst das weg, du machst das. Und du Adrenalin. Okay, hat den Crit Date, aber. Okay, hat zum Glück nicht getroffen. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Mann, warum hat der das jetzt wieder? Und der Crit Date ist bei ihm, er ist wieder weg. Der kann scheinbar meine Effekte immer löschen. Warum auch immer.
Das ist doch einfach nur unfassbar unnötig, dass jetzt immer meine Effekte löscht. Jetzt stirbt doch. Jetzt stirbt halt wieder, weil jetzt wieder. Weil er jetzt immer wieder früher als Chloe dran ist. Es nervt einfach nur ab. Oh ja, das tut es. Ich kann in dem Kampf die Taktik nicht fahren, die ich bisher mal gefahren bin. Es wird so nix. Es wird so nix. Oh, oh, oh nein, das wird nix. Das ist voll dumm. Ja, ich mache ihn ja wahrscheinlich aber mit anderen Skills guten Schaden, sag ich mal. Ah ja, stopp wieder, das war klar. Das kann ich mit ihm nicht mehr wiederbeleben, warum auch immer. Super. Oh, der Kampf ist jetzt schon nervig. Einfach nur unfassbar nervig. Einfach nur nervig. So. Oh Gott, ey. Dann macht das weg. Dann greife ich mit ihm jetzt einfach so an, was weiß ich. Wobei, er ist ja früher als Leute dran. Dann defende mal, was weiß ich. Ja, jetzt, okay, jetzt bekommt er das Schild, perfekt. Jetzt ist er das Schild halt wieder, perfekt, perfekt. Okay. Und ein Effekt wird drauf, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Warum bekommt er immer was drauf? Es kotzt einfach so an. Ja, okay, ich werde jetzt mit ihm immer defenden in der Runde. Dann ist er nämlich als erster dran, aber bekommt eben ein neues Schild von Chloe. Perfekt. So. Kannst du jetzt bitte nicht den Schild wieder bekommen? Dankeschön, super. Dann machen wir einfach irgendwie irgendwas, was weiß ich. Du machst das. Ja, du machst halt trotzdem das Dark Pionier. Mal gucken, wie viel Schaden das ohne die Aufstärkungen macht, würde ich sagen. Es ist ja trotzdem voll viel. Okay, er hat jetzt auch gerade die Defense down, aber trotzdem. Trotzdem ist das viel Schaden. Dann würde ich sagen, mach es einfach ohne Mind's Eyes. Außer natürlich hat diesen Effekt wieder drauf. Das ist dann scheiße. Oh ja. Aber es ist auch so dumm, dass der einfach immer alle angreift. Eigentlich echt teilweise ein bisschen unfair, aber was soll's. Ja, es war trotzdem ganz guten Schaden, würde ich sagen. Jetzt habe ich sogar eine erhöhte Crit-Rate mit ihm. Die mir aber wahrscheinlich nichts bringt, weil er es eh gleich wieder wegmacht, oder? Oder seinen komischen Buff da macht. Ja, war klar. Und die Crit-Rate ist eh auch nochmal weg. Super. Ach ja, ich liebe es. Aber okay, der Kampf ist wirklich prinzipiell vorbei. Nee, ich würde nicht sagen, dass er einfacher ist. Weil ich den anderen Bosskampf halt wirklich zu neun, also wirklich die meiste Zeit komplett unverwundbar war. Und hier in dem muss ich halt wirklich ein bisschen aufpassen. Wobei, machen wir das hier. Oh, er hat ihn zum Flinchen gebracht, das ist nice. Jetzt kannst du nichts machen, du Arsch. Und dann können wir jetzt abgehen. Ja, okay. Außer machen wir das, warum auch immer. Er hat doch geflincht. Wie hat er jetzt diesen Effekt wieder drauf bekommen? Ich verstehe es nicht. Wie hat er jetzt diesen Effekt wieder drauf bekommen? Er gibt für mich einfach keinen Sinn. Egal. Okay, jetzt ist die Defense gesenkt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann kannst du es abgehen, lieber Asagi. So. Und das erwächst sehr schön. Der wird komplett wiederbelebt. Komplett. Willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Also halt so wirklich?
Also, halt so wirklich? Der wird mit allen Lebenspunkten überlebt. Dein Ernst jetzt? Das finde ich nicht gut. Das streckt den Kampf einfach nur unnötig. Jetzt mal ohne Scheiß. Das streckt diesen Kampf einfach nur komplett unnötig. Aber es wird ewig braucht, bis man die ganzen Skills da wegmacht und alles. Das streckt diesen Kampf einfach nur. Es macht keinen Spaß so, finde ich. Ach ja. Jetzt kommt ja das Ding wieder, oder? War klar. Es dauert einfach so ewig lange, dieser Kampf. Ja, was soll's. Was soll's. Machen wir Schaden. Ja, es ist trotzdem ganz guter Schaden. Jetzt, wo ich ja wieder voll in der Routine bin, dass Asagi immer wieder belebt, also nicht wiederbelebt, sondern gar nicht stirbt, ist der Kampf auch um einiges machbarer, sage ich mal. Weil ich halt mich nicht ständig drum kümmern muss, Asagi erst wieder hochzukriegen. Das war das Gute daran. Bam, 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 bam. Was auch immer, mach einfach Schaden. Mach einfach Schaden, lieber Asagi. Ja. Ganz ordentlich, kann man sehen. Ja, doch sehen lassen wir mal. Kann sich sehen lassen, genau das würde ich sagen. Das nur wieder drauf bekommt, ist so nervig einfach. Das ist so unfassbar nervig. Und einfach unnötig. Ich finde es gerade geil, was ich gerade zum ersten Mal sehe, dass Lloyd einfach 20.000 Lebenspunkte hat. Das ist sehr episch. Das war nix jetzt. Voll und cool. Oh ja. Und der Effekt wieder drauf. Es nervt einfach nur noch, es nervt einfach nur. Und jetzt ist Asagi wieder nach Chloe dran, deswegen ist der Effekt jetzt wieder weg. Ich bin so dumm. Ich hätte die verteidigen müssen, ich Depp. Ja, das war jetzt meine eigene Schuld. Komplett eigene Schuld. Also halt wirklich. Komplett eigene Schuld, aber wirklich komplett eigene Schuld, dass ich jetzt so dumm war. Aber er ist wieder da. Ich habe so ein Glück, dass Chloe auch schneller ist als der Boss. Ansonsten wäre der Kampf echt nervig. Okay. Dann greifen wir einfach mal an. Wie viel Schaden macht das? Oh. Einiges, definitiv. Auch ohne irgendwelche Buffs mit Mind's Eye. Das ist ziemlich gut. War kein Kritik, ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe einfach mal nicht, weil ich das jetzt wieder versuche. Und der Part ist schon so ultra lang, aber ich schneide ja auch einige Kämpfe raus. Deswegen wird der Part euch wahrscheinlich nicht mal lang vorkommen, schätze ich mal. So, nochmal das hier. Sehr schön. Wir haben ihn bald. Nur noch 10.000 Runden später. Ja, es ist jetzt die gleiche Taktik für 1.000 Runden, ich weiß, aber anders geht's halt gerade einfach nicht. Müsst ihr jetzt mal so hinnehmen. Willst du nicht mal kritten lieber? Asagi, das wäre voll geil. War sogar ein Crit dabei, glaube ich.
Besser als nichts. Ach ja, null Schaden, Nick an der Teil zu bekommen, ist schon super. So. Es ist halt wirklich eigentlich eine ultra lame Taktik im Prinzip, aber was soll's. Sie funktioniert, deswegen beschwere ich mich nicht. Und ich weiß noch, wie ich mich mal bei dieser einen Wache im Untergrund von Schloss Dings beschwert habe, als die permanent unverwundbar war. Tja, jetzt mache ich diese Taktik quasi selbst. Ist schon geil. Wenn ich diesen scheiß Skill halt nicht immer Master machen müsste. Hä, was hat Misery gemacht? Habe ich auf Autobattle ge... Wie? Ich habe den ZL-Knopf nicht mal berührt. Ey, zum Glück hat das Spiel jetzt mir nicht mega krass viel versaut. Durch das Autobattle-Zeug. Ey, das hätte jetzt mega dumm ausgehen können. Ich habe aus Versehen scheinbar Autobattle angemacht, wie auch immer. Das hätte jetzt echt böse ausgehen können. Oh Mann, ey. Ich bin aber nicht auf den ZL-Knopf gekommen. Aber nur der macht Autobattle an. Das verstehe ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Aber was soll's. Mach vielleicht das erstmal mehr Schaden irgendwie. Nee. Schade. Vielleicht wäre es jetzt mit einem Crit gewesen, aber was soll's. Aber was soll's, ist doch egal. So. Dann machen wir die gleiche Taktik und haben ihn gleich dann auch down irgendwann. Hoffe ich zumindest. Bitte bring ihn jetzt um. Aber was ist eigentlich von der Power her deine stärkste Attacke? 120, 140, 140? Das ist jetzt hier eigentlich, aber... Wir machen das einfach nochmal, würde ich sagen. Ja, okay, es war ein Crit, sehr gut. Und diesmal ist es wirklich Victory. Sehr schön. Tja, Ro, was sagst du jetzt? The power of chaos. It shows me. Glaube ich nicht. Und da explodiert er feucht. Feucht? Was? Fröhlich wollte ich sagen. WTF. Nobody cares about the power of chaos. It serves you right. Hey, Len, don't talk like that. At least let me talk how I want. We've been messed around pretty much after all. Is that voice not calling you anymore? No, I don't think I'll hear it again. I said goodbye to Edward. Too, I don't have any more gaps to be exploited. Ween, thanks for coming to help. Not just now, back when we met too. Don't worry about it. Oh, that's pretty schön. Also, it wasn't just me. We were only able to get this far thanks to everyone. Yeah, thanks all of you. You kept me in suspense all the time. In future, make sure you don't cause Chloe too much worry, okay? Yeah, but stop lecturing me about things like that now. You're spoiling the mood. Okay, okay. So then, thanks to you, we've been able to bring our fighting to an end. Wir wollten zwar ursprünglich gar nicht gegen Rowan kämpfen und ihn eigentlich nur einsperren, aber was soll's. Thank you. Thanks for fighting with us. Ah, no problem. Ich dachte, jetzt, weil kurz diese Hintergrundgeräusche aufgehört haben, dass jetzt noch irgendwie Rowan wieder hochkrabbelt oder so und sagt, ah, hier bin ich wieder, noch ein Kampf. So, kommen jetzt die Credits diesmal wirklich, weil das letzte Mal sind die ja plötzlich einfach irgendwie abgebrochen. Ja, jetzt kommen scheinbar die Credits, gut.
Da wir jetzt auch das wahre Ende scheinbar erreicht haben, können wir ja zu meinem Fazit kommen. Ich habe es jetzt schon mehrmals angesprochen, Legend of Tetrax ist von den Kemco-Spielen, die ich bisher gespielt habe, beziehungsweise auch Hitpoint-Spielen, definitiv das Beste gewesen, auch das längste, mit dem meisten Inhalt, der besten Story. Auch die Musik, weiß ich nicht. Ich glaube, da fand ich Bones noch ein bisschen besser. Da ist der wundervolle Composer Ryo Shintani. Nee, Shintani, egal. Ja, die Story ist halt ein bisschen tiefgründiger gewesen als in den Kemco-Spielen vorher. Also eigentlich viel tiefgründiger, wenn man das mal mit Bones vergleicht und Chronos Arc. Da hätte ich mir so eine Tiefgründigkeit noch gewünscht, aber egal. Warst du jetzt schon? Ich bin halt noch voll nicht fertig. Die Charaktere sind halt... Ja, danke, bitteschön, es war ein schönes Spiel. Die Charaktere sind alle sehr interessant. Definitiv die besten aus den Kemco-Spielen, die ich bisher gespielt habe. Die schwächsten waren halt Chronos Arc, logischerweise. Auch wenn ich Glauca und... Kuriel und die Prinzessin da, ich habe den Namen vergessen von ihr... Sana, oder ich glaube, ganz gern mochte, fand ich Ayel, Avi und X aus Bonds of the Skies noch ein bisschen cooler alle. Und hier die Charaktere, es waren zum einen viel mehr und zum anderen waren die auch besser ausgearbeitet, sag ich mal, als haben wir auch goldene Sterne, sehr schön, als die Charaktere, die wir in den anderen Spielen gesehen haben. Also in Chronos Arc waren die Charaktere ja kaum ausgearbeitet, sag ich mal. Aber, ja, ist okay. In Bonds waren die Charaktere schon ganz okay. Quest Achieved. Achso, sehr schön. Oh, und die haben wir jetzt auch gemacht. Perfekt. Ah, nebenbei. Gut, jetzt müssen wir noch uns um die beiden Gegner kümmern. Und das machen wir dann im nächsten Part. Und halt ein bisschen Items kaufen, weil das sollten wir hinkriegen. Und dann können wir mal gucken, ob wir wirklich alles haben. Die ganze Story-Quest werden wir wohl haben. Da werde ich keine ausgelassen haben. So, 43, 45. Bisher haben wir, glaube ich, alles, oder? Wenn ich richtig zählen kann. Außer diese eine Kauf-Quest. Ja. Hier fehlen auch die beiden Monster halt. Na, das ist die 40, die wir noch machen müssen. Genau. Das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Ja, eine fehlt noch. Alles klar. Perfekt. Genau. Aber mein Fazit will ich erst weiterbringen. Jetzt sehen wir hier schön nochmal eine Charaktere. Wobei, wir gehen mal kurz zu einer Location, wo die Musik schöner ist als hier. Ja, meinetwegen hier. Dann sehen wir schön alle Charaktere nochmal. Und ich bringe mein Fazit zu Ende. Also... Story war definitiv die beste aus den Kemco-Spielen. Es gab ein paar Überraschungen, die ich wirklich so nicht kommen sehen habe. Ich fand auch Rowan als Antagonist halt um einiges besser als vor allem den aus Bonds of the Skies, weil Red Nord war halt einfach nur böse, weil er ja eine Gehirnwäsche halt quasi hatte. Und wie hieß der? Neo, oder? Irgendwie... Der Final Boss halt, der war jetzt auch nicht wirklich, hatte nicht wirklich einen Grund, um böse zu sein, außer eben seine Geschichte mit Lumina und so, das war alles, es war schon okay, sage ich mal, aber hätte halt alles noch viel mehr ausgearbeitet sein können. Und das Spiel hat eben eine ausgearbeitete Story gegeben, auch wenn ich mir noch ein bisschen mehr zu Rowans Motiven gewünscht hätte, aber so prinzipiell fand ich Rowan schon einen sehr glaubhaften Antagonisten. Er wollte sich eben einfach rächen, für was mit seinem Vorfahren Jess passiert ist quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil Rowan hat ja gesagt, kurz vor dem Final Boss mit Jess, dass er ein Descendant ist und das ist ja Nachfahrer quasi, oder kann das auch was anderes heißen, aber egal. Ja, das fand ich sehr schön, die ganze Geschichte mit Rowan und so. Jess war halt ziemlich langweilig, weil er einfach nur böse ist, weil er böse ist. Aber Rowan hatte wenigstens ein Motiv und er ist ja auch der wahre Final Boss gewesen, Rowan. Er hat ein Motiv gehabt, warum er böse ist. Und sein Plan war auch ziemlich gut durchdacht. Eben erstmal Ishbil komplett mit einer Hirnwäsche unterziehen, auch den König. Und ja, hat sehr viele Leute mit seinem Plan einbezogen. Alles war echt cool. Ich mag auch unsere Gruppe ganz gern. Ich finde Den als Protagonisten echt cool. Er ist halt...
prinzipiell irgendwo so ein typischer JRPG-Protagonist. Zum einen, aber zum anderen hat er eben auch so Charakterzüge, die eben nicht so für einen typischen Protagonisten sprechen. Er ist eben, er will allen helfen zum einen, aber zum anderen will er auch seinen eigenen Kopf so durchsetzen und eben läuft einfach oft davon, was ihn zum einen ein bisschen nervig macht irgendwo, aber zum anderen eben auch einfach als tollen Charakter, sag ich mal. Irgendwie ist er halt, ja, interessanter dadurch. Dann Chloe ist eben die typische, oh, du bist so ein Vollidiot, Len, aber trotzdem liebe ich dich. Also, ich liebe dich nicht, also, du weißt, was ich meine. So ein Charakter halt, der irgendwie in Len so halb verschossen ist, sag ich mal, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, und Sylvia. Nee, gehen wir die Charaktere der Reihenfolge durch. Wien ist halt auch irgendwie, er hat so den kühlen Kopf, aber ist trotzdem liebenswert. Und dann ist halt Sylvia, die eben so eine starke Frau ist, mit einer starken Persönlichkeit. Und genauso ist prinzipiell auch Eileen, auch eine starke Frau mit einer starken Persönlichkeit irgendwie. Misery wollte eben auch nur ihre Experimente durchführen, die Dunkelheit eben unschädlich machen quasi. Ich mag sie auch sehr gern. Und die Tetrocks. Ah, nee, Quatsch. Asari gibt's auch noch. Ich weiß, ich bin jetzt gar nicht, die Reihenfolge durchgegangen, wie sie bekommen haben, aber egal. Und Asagi ist eben so dieser typische, Samurai, sag ich mal, der halt, auf seine Ehre pocht und was weiß ich noch. Ja, und Leute ist prinzipiell wirklich dieser typische JRPG-Protagonist, der einfach allen helfen möchte und einfach eine strahlende Persönlichkeit hat, immer freundlich ist. Und Ishbe ist halt so ein bisschen emo-like, aber auch irgendwie cool, finde ich. Ja, und Siegfried ist halt einfach so der richtig schlaue Kopf der Gruppe, der sehr viel Wissen hat. Deswegen liest er ja auch gerade ein Buch. Und ja, das ist einfach eine sehr coole Truppe, wie ich finde. Können sich einige Spieler was mit abschneiden, sag ich mal. Und die Charaktere sind eben in den ganzen Dialogen auch gut zum Vorschein gekommen, sag ich mal. Nicht wie in Chronos Arc, wo einfach die ganzen Charaktere ziemlich flach waren. Halt Loka, der einfach typischer Protagonist ist und nicht irgendwie speziell ist. Sana, die eben quasi Chloe 2.0 war, und Korea, die süß und verschlagen war, sag ich mal. Die halt, ja, irgendwie süß ist, wie gesagt, aber halt auch ihre geheimen Ziele hat. So ganz typische Charaktere eben. Und hier hat man auch die typischen Charaktere, aber irgendwo eben besser ausgearbeitet. Und in Bonds waren die Charaktere ja auch einfach insgesamt besser ausgearbeitet. Eil war eben auch prinzipiell der typische Protagonist, der aber eben auch seinen eigenen Charakter gezeigt hat. Avi war so ein bisschen hinterlistig und böse, aber trotzdem auch liebenswert irgendwie. Und X war eben auch der, so ein typischer Retter irgendwo, aber auch irgendwie ein cooler Charakter, finde ich. Und, ja, aber in dem Spiel waren die ganzen Charaktere eben besser ausgearbeitet. Die Grafik ist wunderschön, wie ich finde. Die ganzen Pixel-Sprites sind sehr schön geworden. Die ganzen Animationen sehen super aus. Es ist zwar schade, dass die ganzen Dungeons alle ziemlich gleich aussehen. Halt irgendwelche Höhlen oder irgendwelche Purification Tower. Dann gab es eben mal sowas wie Toulouse, so eine Wüstenstadt, was cool ist, aber die meisten Dungeons sahen eben schon sehr ähnlich aus, sag ich mal. Das ist ein bisschen schade. Und der Aufbau von den Dungeons war jetzt auch nicht so krass. Es gab keine krassen Rätsel irgendwie oder sowas in der Art, aber trotzdem, es war schon nett, sag ich mal. Insgesamt, Legend of Hedgehogs, sehr schönes Spiel, kann man mal spielen. Auch wenn mich der plötzliche Schwierigkeitsanstieg gegen Ende des Spiels ein bisschen getriggert hat, aber egal. Darüber bin ich inzwischen hinweg, mit meiner guten Taktik gegen die ganzen Bosse. Und ja, das war's von diesem Part. Der nächste Part wird ein letzter Part sein, wo wir uns um die restlichen Sidequests kümmern werden. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn's heißt, ein letztes Mal Legend of Tetrarchs. Bis dann und ciao, euer V-Road, tschüss.